Wir leben in einem extremen Umbruch. Man kann sagen, die Welt steht in Flammen, nicht nur von den Umwelt- und den Klimawandel, aber die großen Probleme, vor denen wir stehen, da sind wir ja erst am Anfang. Das heißt, es wird sich extrem viel ändern. Und meine tiefste Überzeugung ist, dass die Kunst hier einen ganz wesentlichen Beitrag bringen kann. Das Leuchtenfeld ist eine Installation, die wir aufgestellt haben, um gegen das Vergessen zu wirken. Weil es gibt ja tatsächlich die Situation, dass viele, viele Menschen derzeit weltweit auf der Flucht sind und gerade in der jetzigen Situation, wo sich alles um Corona dreht und die derzeitigen Krisen, die Menschen, die wirklich in großer Not sind, einfach zunehmend vergessen werden. Und dafür haben wir das jetzt aufgebaut und wollen sozusagen jeden Abend ein Licht anmachen, um daran zu erinnern und das aber auch in einen schönen künstlerischen Kontext zu setzen, dass das nicht Bilder des Schreckens sind, sondern eher Bilder der Hoffnung und Bilder des Lichts. Ich war selber zweimal in Griechenland, habe dort auch an der Küste gearbeitet mit traumatisierten Menschen. Und es ist mir sehr schwer gefallen, wieder hierher zu kommen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil in dieser Extremsituation, die es dort gibt, gibt es so eine ganz unmittelbare Begegnung mit Menschen. Und das ist etwas, das vermisse ich hier oft. Und dennoch bin ich hier und lebe hier und habe hier Kinder und den Beruf und Dinge, die mir wichtig sind. Und mir ist es wichtig, auch von hier aus, neben meiner Arbeit, meines Berufs mit Geflüchteten, auch ein Zeichen zu setzen. Und die Idee, über Kunst das zu machen, ist einfach eine tolle, weil das sehr wirksam ist und sehr eindrücklich und eine eindrückliche Symbolik hat, die wirkt. Ich glaube, eindringlicher als Wörter. Ja, also es ist tatsächlich das, was wir im Moment hier vor Ort einfach tun können. So, das ist einfach nicht viel. Und ich hoffe einfach, dass es einen Aufruf gibt, dass es Leute einfach dazu bewegt, da einfach nochmal genauer hinzuschauen. Auch, ne? Das soll ein beeindruckendes Kunstprojekt sein, auch dass ich erstmal als ästhetisch positive Geschichte doch zu einem sehr schwierigen Thema erlebe. Hier die Lampen oben, also das Wichtigste, sind Schwimmwesten, die wir von Kollegen bekommen haben, die von Flüchtlingen stammen. Jede Schwimmweste wurde zerlegt in lauter kleine Einzelteile, neu zusammengenäht mit unglaublich vielen Leuten, die sich in liebevoller Kleinarbeit dem Thema angenommen haben. Als Kunstaktion sozusagen, ich stelle mich dem Thema und ich gebe ein Zeichen und wir diese Spendengelder dann natürlich eines der großen Hauptziele dann nicht nur zu sensibilisieren mit diesem Projekt und einen Denkanstoß zu geben, sondern gleichzeitig auch Mittel zu akquirieren, Spendengelder. Jede Lampe kann erworben werden. Wir haben die Idee gehabt, dass die Menschen, die spenden wollen, sich aussuchen können, wohin sie spenden. Und wir haben drei Schienen ausgedacht. Das erste ist Rechtshilfe, die zweite Schiene ist eine Direkthilfe vor Ort und die dritte Schiene, in der man spenden kann, sind Projekte, die in Deutschland Geflüchtete integrieren. Jetzt soll jeden Abend ab Dämmerung bis ca. 22 Uhr, wollen wir die nächsten drei Monate immer, dass das Leuchtenfeld leuchtet. Hatten gerade ein bisschen Probleme mit der Internetverbindung, aber jetzt steht alles und läuft so, wie ich das geplant hatte. Es liegt in den letzten Zügen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, die ja hoffentlich alle zahlreich vor euren Bildschirmen sitzt und dieses Online-Event verfolgt. Es ist jetzt soweit, wir werden in wenigen Minuten das Leuchtenfeld eröffnen. Und auf diesen Augenblick haben wir
wirklich monatelang hingearbeitet. Ich wünsche dieser Installation, diesem Projekt einen großen Erfolg. Viele Menschen, die hier rauskommen und sehr, sehr viele Menschen, die auch die Not der Flüchtlinge erkennen und dies auch finanziell zu würdigen wissen. Herzlichen Dank und toi, 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 weiterhin. 60 Menschen, die das alles in Freizeit und Ehrenamt realisierten, haben und weitere, die mit unterstützten. Es wurde nichts in Auftrag gegeben. Laien wie Profis waren am Werk, präzise ausgeführt, punktgenau gesetzt. Das war eine der Vorgaben, um möglichst stimmiges, ein extrem sensibles Thema, entsprechendes Kunstwerk zu schaffen. Oder besser gesagt, im wahrsten Sinne zum Leuchten zu bringen. Wir haben den Mann hier, der wirklich alle technischen Probleme gelöst hat und hoffen, dass er dieses Leuchtenfeld jetzt zum Leuchten bringt, der Bastian Glees. Und ich sage 3, 2, 1, Licht an für mehr Menschlichkeit.